Ach du, hier, du kannst dir Wegpunkte auf deiner Minimap machen, oder? Ja, genau. Also allein dafür finde ich es ja schon nicht schlecht. Aber halt, wie gesagt, allein zur Orientierung ist es halt saumäßig hilfreich. Ja, irgendwas knurrt mich hier an. Boah, krass, wie riesig ist denn dieser fucking Vulkan? Ah, da hinten ist was Grünes. Ich nehme mir gleich mal ein paar Kakteen mit. Oh, mach das. Damit kann man Kabelisolierung herstellen für... Nee, Buildcraft. Mit Buildcraft kann man die Pipes damit isolieren, ja, genau. So war das. Aber man kann daraus, auch wenn ich mich nicht ganz irre, Gummi herstellen. Echt? Ja, mit dem Extractor von Industrial Craft. Aber ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, dann müsste ich selber nochmal nachgucken. Ja. Oh yeah! Das ist ja meine absolute Lieblingsart von Biom. Was, diese Berge? Ja. Ja, die sehen schon echt geil aus. Erstmal das und zweitens finde ich es total toll, sich oben so ein Plateau auf das Ding drauf zu zimmern und oben von dem Hügel runter zu gucken. Ja, das stimmt wohl. So, ich packe mal noch ein paar mehr von diesen Kakteen noch ein. Oh, wir haben auch gleich Rinder hier vom Berg stehen. What the fuck ist das? Ist das ein Spawner? Wo bist du? Ein zugeschütteter Spawner? Mit Sand zugeschüttet? Hast du ernsthaft jetzt schon einen Spawner gefunden? Ich würde schon sagen, oder? Das ist ein Spawner. Ich habe keine Schaufel. Kannst du mir mal eine runterschmeißen? Ja klar, warte. So. Ich sehe es schon kommen, dass ich gleich so weit runtergebuddelt habe, dass unter dem Sand ein Loch ist. Dann der... Was zum Henker ist dieses komische Gelbe? Du hattest vollkommen recht. Ja, ein Spawner, ne? Ja, dann lass man doch erstmal so... So zugeschüttet, oder wollen wir ihn gleich ausgraben und Fackeln drumherum stellen, um ihn abzuschalten? Ja, das können wir natürlich auch machen. Ja, dann vergessen wir es nicht. Warte mal, so... An dieser Stelle eine ganz wichtige Frage. Hast du Fackeln? Ja. Die Frage, die kam jetzt sehr früh. So, gut. Perfekt. Ich nehme mich nicht, ich habe noch keine Kohle gehabt und habe nur mal einen Block Holz zu Kohle verbrannt. Ja geil, dann können wir direkt eine Mobfalle bauen oder so. Was ist denn da drin? Ein Zombie. Oh, eine Kiste mit Schallplatten, ein Sattel. Sattel! Jawohl, Schweine rein. Das wohl unsinnigste Feature in diesem Spiel. Das ist überhaupt nicht wahr. Seit 1.47 kann man die blöden Schweine nämlich auch steuern. Damit kommst du schneller voran als zu Fuß. Gut, mit einem Jetpack oder einer Lore bist du dem Schwein in jedem Falle überlegen, aber... Ja, auf jeden Fall. Ach nee, ich glaube durch Railcraft wurden diese... Sorry, ich habe gerade, dass ich gerade so ein bisschen... Ach du Scheiße, was sind denn das für komische Steine? Das ist Forestry. Das ist... Ich weiß nicht mehr, wie genau das hieß, kann ich mal eben nachgucken. Das ist Salpeter und aus Salpeter kannst du Düngemittel für Autofarms herstellen. Ach, wie cool. So, hier, ich mache uns mal eben eine Leiter nach draußen. Oh, das ist aber nett. Ja, ich möchte nachher noch den Mossy Stone haben. Den? So, den Moosstein. Ach so. Ja, der ist schön. Hm. Da kann man bemooste Mauern draus herstellen, oder? Ja. Zum Beispiel. Oder die auch einfach in seine Bauwerke einbauen. Free Climbing mäßig an dieser Mauer hochhüpfen, an dieser großen Wand. Ach, was heißt Free Climbing? Ich nehme Leitern. Langweilig. Ja, aber schneller. Ich glaube, es wird nämlich relativ bald schon wieder dunkel und ich habe irgendwie gar keine Lust, grausam dahingemeuchelt zu werden von einer Horde Zombies. So, ich würde sagen, das hier ist so in etwa die Höhe, oder? Und der Rest wird abgetragen. Ich würde sagen, wir nehmen einfach den höchsten Punkt von dem Hügel, auf dem ich gerade stehe. Ah ja, da bist du ja. Echt? Weil das ist relativ breit hier oben. Oh also ja, das stimmt. Das kann man, da muss man jetzt nicht unbedingt... Nehmen wir die oberste Schicht weg und füllen dann ein bisschen auf. Ich bin übrigens dafür, dass wir wirklich auffüllen und nicht nur eine Schicht Erde oben drauf machen. Ja, bin ich auch dafür. Das ist mir schon ein paar Mal zum Verhängnis geworden. Ja, zum einen das und zum anderen baut man da mal irgendwie doch ein Loch an der Seite oder so und auf einmal sieht man wieder, dass man da so ein riesen Loch hinterlassen hat. Das finde ich einfach nicht hübsch. Ja. Genau so eine Bitte an mich, an dich. Große Bäume
Ich schau, dass du die wirklich restlos, die Baumstämme wegkriegst. Oh, auf jeden Fall. Das finde ich so ätzend. Ich finde das so unästhetisch. Ja, genau. Ich finde das so unästhetisch. So, ich stelle meine Kiste auf. Ich habe nämlich keinen Platz mehr in meinem scheiß Inventar. Ich glaube, wir werden gut miteinander auskommen, Manu. Ja, wir sind, glaube ich, beide so Fimmel, ne? Ich bin eine totale Optiknutte. Das ist ganz schlimm. Wenn das nicht stimmt, dann kriege ich Anfälle. Ja, das geht mir genauso. So, was wollte ich denn? Erde, genau. Ich bin auch ein ganz großer Fan von der in Red Power vorkommenden Säge. Mhm. Ein besseres Instrument zur Dekoration gibt es in diesem Spiel einfach nicht. Ja, das stimmt wohl. Säulenplatten, endlich kann man Teppiche machen. Ja, Teppiche, stimmt. Die man wirklich auf den Boden legt und nicht Wollblöcke einfach als Boden verbaut. Das ja, und dann doppelten Boden bauen muss oder so. So haben wir das früher immer gelöst. Ah, okay. Ne, ich habe halt einfach das Holz an der Stelle, wo ich einen Teppich haben wollte, weggehauen und habe da Wolle reingelegt. Mhm. Sollten wir das auffüllen, vielleicht zugunsten einer Behausung mal kurz unterdrücken? Ich kann nicht. Ich bin im Auffüllmodus. Ich ja, habe gar kein Holz da, habe ich gerade festgestellt. In der Kiste. Die Kiste? Oh, die Kiste. So. Wir könnten ja, auch wenn wir schnell genug sind, können wir einfach zwei Betten neben die Kisten stellen und eben schlafen, bevor die scheiß Viecher spawnen. Ja, kannst du auch machen. Ja, ich mach mal eben ein zweites Bett, ich habe ja eins da hinten. Hier kommen die eh nicht hoch. Dann machen wir noch so einen schönen Abgrund drumherum, damit die eh nicht hochkommen und dann passt das ja hier, ne? So, gut, ich danke. Let's sleep. Mhm. Schmuddy was shot by skeletons. Sehr cool. So. Ja, ja, nicht sehr cool. Nee? Nein. Nein. So, ich gehe mal noch Erde besorgen zum Aufschütten, ne? Hier drüben haben wir ja genug. Auch dabei. Willst du noch ein paar Schaufeln? Ich habe ein paar noch. Oh ja, immer her damit. Ich würde sagen, der Hügel, vor dem du gerade stehst, muss weg, denn er ist höher als unserer. Ja. Gut, und los. So. Ja, das wird jetzt die mit Abstand spannendste Phase. Ja, ich habe, also Martin und ich haben auch beschlossen, wir nehmen nicht auf, wenn wir beispielsweise bei Minen sind, weil es ist einfach lame, um es mal kurz und schmerzlos auszudrücken. Ja, solche Sachen hier gehen jetzt, glaube ich, noch, weil das müssen wir jetzt nicht ewig lang machen. Erstmal nur, um Erde zu besorgen, um da drüben aufzuschütten oder so. Und dann nachher kann man noch den Rest vom Berg abtragen. Ja. Vielleicht dann, wenn wir eine Pause machen oder so, vom Aufnehmen. Keine allzu schlechte Idee. Ja. Ich freue mich jetzt schon auf den Mining-Drill. Ja. Das wird mein erstes... Das wird, bevor ich irgendwas anderes mache, besorge ich mir eine große Solarzelle, einen Energiespeicher dazu. Und bastel mir dann ein bisschen Elektrowerkzeug, weil ich das was sehr, sehr angenehm finde. Das sind solltest auch immer du meine irgendwo Lapis Lazuli wäre übrigens so ein Rohstoff, den man im Vanilla eigentlich, sagen wir mal ganz realistisch, nie braucht. Ja. Der sich aber in Industrial Craft zu einer recht hohen Nützlichkeit erweitert hat. Ja. Ja, ich finde generell, die Sachen sind viel besser ausgenutzt teilweise. Durch die Mods. Mhm. Also insofern. Ich mag es eigentlich ganz gern mit den Mods zu spielen. Ich mag auch das Vanilla-Spiel noch sehr gern. Aber naja. Oh. Enderman am Horizont. Wood? Jetzt ja. Schon. Ich habe erst vor ungefähr 2 Stunden Minecraft begriffen, dass Endermen so lange friedlich sind, bis du sie anguckst. Ja. Das ist mir vorher nicht klar geworden. Echt? Nee. Ja gut, ich wusste das leider auch nur aus Let's Plays. Aber ja. So, meine letzte Schaufel ist im Arsch. Insofern... Ah, ich habe noch ein paar Kühe gefunden. Das ist auch nett. Sehr cool. So, ja, füll ruhig weiter auf. Ja. Das
einzige Problem, was ich an diesem Biom gerade habe, ist, hier sind sehr wenig Bäume gerade. Mhm. Müssen wir wohl einfach welche nachzüchten, das geht ja. Ja, da holen wir uns mal ein paar Setzlinge irgendwo und... Ich habe noch, falls du Bedarf hast, Fichtensetzlinge. Ja, Fichtensetzlinge finde ich jetzt in dem Texture Pack jetzt nicht so berauschend.